Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Die nächste Frage ist, sind alle Zinsen haram? Also gibt es Zinsen, die nicht haram sind? Und da muss ich euch leider enttäuschen, es gibt keine Zinsen, die halal sind, außer die Zinsen, die du bei Allah subhanahu wa ta'ala hinterlegst. Was ist das? Die gute Tat, die du machst. Ja, die gute Tat, die du machst, die wird bei Allah subhanahu wa ta'ala mindestens für 10-fach bis zu für 700-fach. Subhanallah. Deswegen, der Prophet hat verboten, Zinsen zu nehmen, Zinsen zu geben und Zinsen aufzuschreiben. Subhanallah. Ja, Zinsen aufzuschreiben, das ist auch nicht erlaubt, mit Zinsen zu arbeiten. Alles, was mit Zinsen zu tun hat, ist gleich. Ja, der Prophet hat gesagt, die sind alle gleich. Deswegen haltet euch davon fern. Ja, und wenn ihr euch nicht fernhaltet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَذَنُوا حَرْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ. Wenn ihr euch nicht fernhaltet, dann bereitet euch auf einen Krieg vor von Allah und seinem Gesandten. Subhanallah. Damit sollte man nicht spaßen. Deswegen sind alle Zinsen haram.